Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody, alles andere nur Dreck. Hallo Leute, willkommen zum weiteren Video. Heute schauen wir uns das Video an von CEO. Und zwar, was ist das denn für eine Katze? Ich kann nicht reden. CEO's Internet, ich bin gespannt, wieder nice Clips von 1912. Nein, Spaß. Von CEO, let's go. Boah, okay Leute. Haltet euch gut fest. Wow, CEO, hier kommen die merkwürdigsten Katzen im ganzen Internet. Oh. Na gut, dann zeig mal die her. Fehlt irgendwas. Yo, wie breit. Yo, geil. Hä, das ist eine Katze? Was ist das denn? Der Hals? Geil. Yo, hä? Was? Ich kenne die alle gar nicht. Was ist das? Oh. In nomine Patri, Desi, Spiritus Santi. Was geht ab, Elite? CEO ist hier. Ja, du hast es mir geschafft. Ach, CEO. Ach nee, bin ich hier falsch. Du bist auf dem allergeilsten Videoformat auf ganz YouTube gelandet. CEO und das Internet. Alter, mein PC spinnt übelst drum. Was ist denn das? Hier die ganzen Fenster mal zu, die ich nicht brauche gerade. Ich habe Discord auch noch offen, lol. Okay, ich habe Discord offen. Das ist übelst krass Zeug hier. Discord muss ich zumachen. Weg mit Discord. So. Schon mal eine Quelle beseitigt. Das auch zumachen. Okay. Weiter geht's. Oh. Alter, ist das schön. Was? Weiter geht's. Sind wir wieder hier. Es ist doch das Beste, oder? Simon, komm, sag schon, wie findest du das Format? Ich habe in meinem Leben selten etwas Dümmeres auf YouTube gesehen. Und ich habe viel dumme Scheiße gesehen. Hey. Wer jetzt von euch zum allerersten Mal hier eingeschaltet hat und gar nicht weiß, was auf einen zukommt, eigentlich ist es ganz kurz erklärt. Ich habe meine Community gebeten, mir Videos zuzusenden, bei denen sie der Meinung sind, ich muss das unbedingt mal gesehen haben. Und natürlich ist da nur geiles Zeug dabei. Oder um es mit den Worten von Winston Churchill zu sagen. That is the result of his measures in government. Boah, wie tief das einen berührt. Man muss sich da wirklich eine Träne vergreifen, oder? Hä? Und Leute, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Ich ja komischerweise total schon. Also, mein Baum ist schon aufgestellt und ich schaue auch regelmäßig Weihnachtsfilme. By the way, ist und bleibt dieser hier am besten. Bei dem Joke hat es mich beinahe verrissen. Und wie immer sei gesagt, falls ihr noch was Süßes für den Winter braucht, mein neuer Merch ist am Start, kann man auch unter den Videos... Ich finde zu Weihnachten den Cringe ganz cool. Der ist schön. Videos sehen. Und Hamsterbacken-CEO ist auch nach wie vor restlos von der Ware überzeugt. Ich selbst begeistert, nicht wahr? Ey, wenn wir die Hypothek nicht bezahlen können, schläfst du ja auch auf der Straße, du dämlicher Hodenkobold. Ich meine natürlich, frohe Weihnachten, Kinder! Link zum Merch wie immer in der Videobeschreibung. Egal, es legen wir los. Eure Videos, meine Meinung dazu. Viel Spaß mit CEO und das Internet. Los geht's! Es passieren so manche wirklich super lustige Sachen. Da findet man im Internet ja recht viel. Und CEO schaut sich diese an, weil ihr es euch ja wünscht. Das wird ne Gaudi, sag ich euch. CEO und das Internet. Das bin ich! Okay, starten wir rein und das erste Video ist sogar ein ziemlich gutes Video, um sogar meine Community mal zu testen. Weil es gibt da die These, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Und ihr könnt mir gerne mal schreiben, zu welcher Gruppe ihr gehört. Okay, gehört ihr zu Gruppe 1? Oder eher zur Gruppe 2. Ja, ja. Vorher schon hier gedickt. Jetzt das hier, ne? Vorher schon, ne? Also es wird keiner mehr zwei Gruppe gehören, weil jetzt zwei für ihn nicht gut ist. Beeinflussung. Eine Arten von Mensch. That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Du bist doch der XQC oder wie der heißt. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Der XQC oder so. Wie heißt dein Account? Wie der lacht. Wie hätte ich drauf reagiert? Ich hätte, glaube ich, gelacht. Ich kenne das Video ja schon, aber ich glaube, im ersten Mal habe ich drüber gelacht. Nein! Wow. Also es ist schon ein bisschen krass, wenn einem sowas zum Lachen kommt. Und an diejenigen, die sich jetzt fragen, okay, CEO, zu welcher Gruppe gehörst denn du jetzt so? Denen sei gesagt, ja, ich verweigere die Aussage ganz ehrlich. Die Gefahr ist nach... Natürlich ist das eine Süßigste. Also das, es ist ein süßer Hase, der da rumhoppelt. Und dann wird er durch was krass unterbrochen, ihm einfach ein Pfeil in den Hals gejagt wird. Das ist doch Humor. Ist doch so, oder? Ist Humor nicht sterbende Hasen? Ist das nicht so?
Ach, wie vor real. Leute, ich weiß gar nicht warum, aber dieses Video hat irgendwie seine ganz eigene Komik. Versorgung der drei Personen aus dem Fahrzeug eingeleitet. Ach, krank. Ja. Sie sehen, also die Gefahr ist nach wie vor real. Och nee. Ich glaube einfach, diese Aussage war viel zu offensichtlich, als dass man das irgendwie aussprechen muss. Keine Ahnung, ob es euch auffällt, aber die Gefahr ist nach wie vor real. Gäh. Naja, dann kommen wir zum nächsten Video. Okay, Sonic, warum flirtest du mit, Bro, are you flirting with my sister? Yes, I am. Do you want to die? Yes, I do. Wait, what? See ya. Oh my god. Sonic, take me, sweet dad. Aww. Gut, wenigstens kennen wir mittlerweile einen Mann, der über Sonics Tod herzlich lachen würde. Take me, sweet dad. Hey, ich dachte immer noch auch, hä? Mehr Russland in einem Video ist ja praktisch unmöglich. Na, kann ich. Boah, da muss ich euch was richtig Heftiges zeigen. Apropos das hier. Boah, wie kann ich euch das zeigen? Ich hab doch TikTok auf dem PC auch und ich hab da was gespeichert. Guck mal, ich das hier in meinen gespeicherten Dach. Oh, da muss ich ummelden erst. Aber ich zeig's euch von meinem Handy aus oder so? Ich weiß nicht, wo ich gespeichert habe. Vielleicht habe ich auf dem Kanal sogar gespeichert. Ey, übelst krasses Video. Ich kann ja auf dem PC gar nicht gucken, noch Videos nicht. Doch, ich gefällt mir Videos, kann ich gucken. Ah, hier ist es sogar. Oh mein Gott. Das muss ich euch zeigen. Warte. Heißt pausieren irgendwie? Ah ja, hier. Das Video hier. Hä, ich wollte. Ah! Lauter. Also übertrieben helft ja mit einem Bären einfach. Einfach mit einem Bären. Mit einem Bären. Das ist Russland. Das ist ja... Das ist nicht fake, das ist echt. Das ist ein echter Bär. Das ist ein echter Bär. Das ist wirklich nicht bearbeitet. Das ist for real, echt. Ein echter Bär, ein echtes Mädel. Das ist so krank. Es ist so krank. Es ist so krank. Ich habe es 5000 Mal geguckt, 16 Mal ineinander, weil es so geil war. Immer wieder, immer wieder. Es sieht, wo sieht denn das Fake aus in deiner Welt, Max? Hä? Und das ist auch gut. Na gut, das ist auf dem Bären reiten und Wodka trinken. Okay, ist noch eine Stufe drüber. Alter, kann einer von euch Russisch oder so? Ich würde zu gern wissen, was die da in dem Video so erzählen. Ich meine, ohne Scheiß, so ein Bär ist wirklich saugefährlich. Will der sterben oder was? Aber wenn wir schon mal in Russland sind, dann an der Stelle. Einfach geil! Ohne Scheiß, ich finde diese russischen Volkstänze super krass. Oh ja, das ist übelst anstrengend wahrscheinlich. Egal, was da getanzt wird, alles sieht sau anstrengend. Angelina, danke für deinen Sub, danke schön. Yo, ich bin ein Profi. Wie Profi nur mit Baby Brody. Dankeschön, Herr Brody, wie geht's dir heute? Hattest du einen schönen Tag? Ja, hatte ich. Oder? Das heißt, schön, ich habe den ganzen Tag gearbeitet bis eben. Aber jetzt der Tag wieder schön, dankeschön. 9 Monate schon, nice, danke. Oder verlangt wenigstens mega eine Ausdauer. Manche Moves sehen auch wirklich nice aus. Und spätestens bei diesem Typen ist dann alles zu spät. Jo! Das ist übel krass. Jo! Ayo, reicht doch. Ey, da hoppst du einfach so weg, als wäre nichts gewesen. Ja. Aber komm, der bayerische Volkstanz ist doch mindestens genauso cool, oder? Der Schublattler! Mein Vater hat das auch getanzt. Das könnte sogar mein Vater sogar sein hier. Also zumindest bekommt man Bock auf Bier. Nein, das ist jetzt auf Ex. Boah, das ist heftig, was du alles kannst.
Oh, aber wenn wir schon mal in Bayern sind. Was? Die Space Rocks mengen Beef? Sie haben Mars, Mars ausgesprochen. Außerdem sagen sie, dass alle, die aus Bayern kommen, schlecht sein. Was? Das glaube ich nicht. Das kann doch gar nicht sein. Was machen wir mit dem Söder? Also, ich meine, da kommen ja schon mal so viele Punkte zusammen. Erstmal, ich sehe keinen einzigen Stoppel hier. Also, haben wir wieder diese Sechsklässler-Frisur. Die macht er wirklich am besten. Er sieht aus wie ein Randy. Weißt du was? Der Typ kommt aus Bayern. Ja, das ist auch nicht gut. Das ist so ein Typ, der nach dem Sex, also am nächsten Morgen, wachst du auf und er trinkt einfach so eine Maß Bier so direkt. Da denkst du, oh, was zum Fick habe ich getan? Ja, das ist halt typisch Rick. Dieser Mann hasst einfach alles und jeden. Das darf man gar nicht persönlich nehmen. Von daher... Ich meine, hasst sogar auch mich. Er hat gesagt, kann mich nicht so gut leiden, als sie mal auf mein Video reagiert haben. Erst wenn Steve was Böses sagt, kann man einen Beef in Erwägung ziehen, aber das hat er ja nicht gemacht, oder? Hey, solange sich keine Weißwürste in den Arsch schiebt. Ja. Geil. Machen wir weiter, oder? War wohl nicht so lecker. How is it? Good. It looks like you're enjoying yourself. Yeah. Die kotzt ja gleich. You're enjoying. Okay. Hey, you okay? I'm okay. Naja, eigentlich ist es ja voll süß, dass sie so viel Mühe gibt, die Kochkünste ihrer Mutter nicht zu beleidigen. Das müsste ich mir eigentlich ja Carina gegenüber auch angewöhnen, oder? Aha, also ist Carina also fürs Kochen zuständig bei euch, oder wie? Ist ja voll sexistisch. Nee, aber halt, wenn sie mal kocht, dann... Also bist du der Meinung, dass nur die Kochkünste den Wert einer Frau bestimmt, oder wie? Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Nein! Ja, egal. So ziemlich das beste Video auf YouTube. Ja, Leute, wer von euch schon immer wissen wollte, wie nicht nur ein Toastbrot klingt, wenn es umfällt. Oh, wer ziemlich mit H schreibt, ist ziemlich dämlich. Also, so ziemlich das beste Video auf YouTube. Ja, Leute, wer von euch schon immer wissen wollte, wie nicht nur ein Toastbrot klingt, wenn es umfällt. Oh! Sondern vier Toastbrote. Wow! Oder auch 16. Wow! Nicht nur 32, sondern auch 64. Wow! Oder wie wär's mit 4096? Wow! Joke! Okay, was ist mit 16.384? Wow! Alter, das ist übel geil. Kann man mal vorspringen bis zu einer Viertelmillion oder so? Ich traue mich jetzt gar nicht nach einer Million zu fragen. Oh, Dicker! So, doch jetzt kommen wir zu eurer Lieblingsrubrik und diese ist natürlich wie immer Musik. Und dieses Mal ist es nicht nur ein Song und auch nicht nur ein Meme-Song, sondern ein Meme-Song mit Domtendo. Also, ja, ganz ehrlich, das kann nur geil werden, oder? Ah, das Meme mit diesem Cowboy, der beim Berg schreit, ist auch schon so alt. Weiß ich auch noch. Das war erotisch. Gut, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, fröhlichen Lümmeltag, ihr Ficker. Dresch den Like-Button kaputt und gib dem Abo-Button eine Stimmt Kopflos. Ja, mein Raid-Alert ist das ja, ne? Mit dem Cowboy, stimmt ja. Ganz vergessen, da war ja was, ja. Gibt denn die gleich eine Kopfnuss, weißt du das? Leute, wie immer ist der Abo-Slogan jetzt für diese Folge. Abo und like doch einfach! Wo war's der Reim? Nein, keiner Reim! Nice! Ich wünsche dir wie immer ein schönes Wochenende. Dein CEO. CEO und das Internet. Das bin ich! Na, knapp. Ja, geiles Video wieder. Sehr gute Sachen rausgesucht. Viele Mischungen von Sachen, die ich noch nicht kannte. Toast war... für mich das Highlight. Und die Katzen sind auch geil. Checkt sie am Link in der Beschreibung. Kommt bei mir auf Twitch vorbei. Ich bin jeden Tag live und lasst ein Like und ein Abo da. Dankeschön. Tschüss. Ich bin Profi Brody. Weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody. Alles andere nur Dreck.